Es kracht zwischen Zandigo und Mois. Das Statement des Rappers ist online und das schmeckt dem YouTuber überhaupt nicht. Live vor der Kamera rastet er jetzt aus und verliert die Fassung. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier, sowie auf Instagram Rapcheck. Lange mussten wir auf ein Statement warten und endlich spricht der BBM-Rapper. Er behauptet, er habe nie was mit Anis gehabt und wollte lediglich helfen. Das Treffen im Auto war, um die Lage zu besprechen, weil Mois angeblich viele Lügen verbreitet hat. Außerdem spricht er über das angebliche Tape, das existieren soll. Er glaubt, Mois blufft und dass er überhaupt nichts besitzt, denn es kam ja auch nie zu irgendetwas laut seiner eigenen Aussage. Kaum hat er ein 25-seitiges Statement gepostet, antwortet Mois direkt. Er droht ihm und will ihn noch in derselben Nacht schnappen. Nichts im Statement soll der Wahrheit entsprechen. Abgesehen davon wirft er ihm erneut vor, dass er sich mit seiner Ex-Frau heimlich trifft und sie das lange geplant haben. Dafür will er jetzt Rache. Sprich nicht über mich und über meine Ex-Frau und über meine Kinder, du kleine Sch***, als ob wir Freunde gewesen sind. Junge, halt deine Fresse. Ich war dein Freund. Deine Fresse. Verdreht alles, wie ihr wollt, ihr kleinen. Ich werde euch beide bis an Tod von euch jagen und zur Rechenschaft ziehen.